Ich bin Anke Schneider und ich kandidiere für die Partei Die Linke in Braunschweig als Oberbürgermeisterin. Ich bin Diplom-Mathematikerin, Angestellte mit Vollzeitjob, Betriebsrätin und Mitglied der Gewerkschaft Verdi. Ich habe zwei erwachsene Kinder und einen Enkel. Seit 1997 lebe ich in Braunschweig. Vor 5 Jahren wurde ich in den Rat der Stadt gewählt. Dort vertrete ich unsere Fraktion im Planungs- und Umweltausschuss, im Grünflächenausschuss und im Ausschuss für Integrationsfragen. Dort habe ich mich insbesondere eingesetzt für bezahlbares Wohnen, für einen wirksamen Klimaschutz, für einen ÖPNV zum Nulltarif, für sichere Radwege, für mehr Bäume, für bessere Bedingungen für Geflüchtete und Zugewanderte und für die Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle in Braunschweig. Warum kandidiere ich nun für das Amt der Oberbürgermeisterin? Digitalisierung solle Chefsache werden, so heißt es bereits im Wahlkampf. Doch auch wenn das ein wichtiges Thema ist für die Stadtverwaltung, die Wirtschaft, insbesondere in Corona-Zeiten auch für die Schulen, kann denn Digitalisierung das wichtigste Thema überhaupt sein? Die Pandemie hat den Blick doch auf ganz andere Missstände gelenkt. Jetzt mal abgesehen vom Bereich der Alten- und Krankenpflege, auf die vielen Solo-Selbstständigen, auch aus dem Kulturbereich, auf die Minijobberinnen, Geringverdienerinnen in Kurzarbeit, die plötzlich vor dem Nichts standen, auf die vielen ganz furchtbaren, prekären, überhaupt nicht abgesicherten Beschäftigungsverhältnisse, wie angefangen von der Fleischindustrie bis hin zu den Prostituierten in der Bruchstraße. Auf Studierende, die ihre Wohnungen aufgeben mussten, weil sie ihre Jobs verloren hatten. Auf die Kinder aus armen Familien, die mangels Ausstattung überhaupt nicht am Digitalunterricht teilnehmen konnten und für die zusätzlich auch noch das kostenlose Mittagessen verloren gegangen war. Auf arme Familien und Menschen mit Niedrigstrenten, bei denen das Geld niemals bis zum Ende des Monats reicht und die dann nicht einmal mehr auf die Tafel zurückgreifen konnten. Ich bin davon überzeugt, dass Braunschweig endlich eine Oberbürgermeisterin braucht, die Soziales zur Chefsache macht. Dazu gehört für mich der soziale Wohnungsbau. Es kann nicht sein, dass noch immer mehr Wohnungen aus der Bindung fallen, als neue hinzukommen. Auch das Thema Kinderarmut sollte Chefsache werden und nicht vor allem auf Spendenbasis abgehandelt werden. Beim Jobcenter und bei der Ausländerbehörde müssen bestehende Spielräume zugunsten der Betroffenen genutzt werden. Eine solche Kultur will ich in Braunschweig etablieren. Zur Unterstützung der Schwächsten in unserer Gesellschaft, der benachteiligten Gruppen, muss die Stadt selbst einen stärkeren Beitrag leisten. Jede und jeder muss in unserer Stadt in Würde, gleichberechtigt und gut leben können. Unabhängig von seiner Herkunft, seiner Einkommenssituation, seinem Geschlecht, seiner sexuellen Orientierung, seiner Hautfarbe, seiner Religion, seiner Behinderung oder seinem Bildungsstand. Wir brauchen gleiche Bildungschancen für alle Kinder. Dazu gehören genügend gut ausgestattete Ganztagsschulen und Kitas in gutem Zustand. Und obwohl das eine Mammutaufgabe ist, PPP-Projekte kommen für mich dabei überhaupt nicht in Frage. Sie entziehen die betroffenen Einrichtungen über lange Zeit der demokratischen Verfügung. Sie kosten die Stadt langfristig mehr Geld. Und es gibt keine Erfahrungswerte darüber, in welchem Zustand wir die betroffenen Einrichtungen nach Ende der Vertragslaufzeit zurückbekommen werden. Mit einer linken Oberbürgermeisterin wird es keinerlei Privatisierung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge geben. Im Gegenteil, ich will, dass unsere Energieversorgung, unsere Abfall- und Abwasserentsorgung rekommunalisiert werden, auch wenn das sehr, sehr schwer wird. Nicht zuletzt, Klima- und Umweltschutz sind essentiell für das Überleben der Menschheit. Und Klimaschutz ist für mich überhaupt kein Gegensatz zur Sozialpolitik. Im Gegenteil. Ein gut ausgebauter ÖPNV zum Nulltarif, sichere Radwege, weniger Abgase, die Reduzierung des Flächenverbrauchs für den Kfz-Verkehr zugunsten von Wohnungsbau, Parks,
Spiel-, Sport- und Freizeitflächen, eine gute Dämmung und effiziente Wärmeversorgung, insbesondere von Sozialwohnungen. Das alles kommt doch vor allem denjenigen zugute, für die das Häuschen im Grünen keine Option ist, die in der Stadt leben und die die steigenden Energiepreise am empfindlichsten treffen. Neben Menschen mit niedrigen Einkommen würden vor allem auch Studierende von solchen Veränderungen profitieren. Letztlich wir alle. Ich bitte Sie um Ihre Stimme für die Wahl zur Oberbürgermeisterin am 12. September.